Bridget so that I could stay and watch for my dear Robert. I know I've not thanked you properly, and a poor woman's gratitude is not worth much these days, is it? I can hardly trust my other house guests. They think I don't hear them sneaking about, but I do. When Robert returns, he'll deal with them. Anyone who has stolen from me. He'll always look out for me, one way or another. My Robert, my sailor. You'll never believe it, Robert. The servants have had the impertinence to refuse me a glass. Ziemlich weggetreten. Not even my Ginny. Robert, could you get a glass for yourself? And then I'll have a sip. Then you see, I might sleep. I am so weary, my darling. Nicht mehr ganz dicht, die Alte. Naja. Did you hear that? Ginny? Ginny, come quick. I heard a sound. Eigentlich ziemlich traurig. Mal sehen, was ist hier? Nichts. Hm, wie enttäuschend. Gut, mir fehlt noch ein bisschen was. Was geht mir denn noch ab? Wo ist die Alte eigentlich hingekommen? Na ja. Da ist sie. Na, keine Wachen gefunden? Pech für dich! Ja, hier war ich schon, okay. Gut. Dann gehen wir jetzt runter. Okay, das war alles. Okay. Also. Hier mache ich mal Kiste auf. %78. Das gefällt mir gar nicht. Wir nähern uns nämlich schon langsam dem Ende. Sure what I saw. Gut. Jetzt habe ich alle. Schnauzekatze. Okay. Hier ist auf jeden Fall der Schalter. Aber habe ich jetzt wirklich... Fehlt irgendwas. Drück mal den Schalter. Da müssen wir schnell sein. Hier durch. Hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Da rein. Denn das bleibt nämlich nicht lange offen. Hier geht es zur Geheimkammer. That's got to be the compendium.
Liebster Dringer, wenn du diesen Brief liefst, werde ich nicht mehr unter den Lebenden. Aber fürchte dich nicht, denn ich habe für dich gesorgt. Mit dem Geld in der Kiste kannst du die Dienerschaft auch weiterhin bezahlen. Außerdem ist da noch eine goldene Scheibe, allerdings weiß ich nicht, wozu sie dient. Möglicherweise ist sie verhext. Egal, du wirst sie ohnehin nicht brauchen. Du hast dir das Gold. Lass mal sehen. Ja, ich weiß, dass sie das Geld nicht braucht. Wartet mal. Wo hab ich was übersehen? Okay. Ich will das Geld nämlich nicht nehmen. Denn, ehrlich gesagt, ich mag die alte Witwe, die gefällt mir ganz gut. Ich werde mal sehen, ich werde mal das Video anhalten und werde mal den Level hier durchsuchen, wo ich was vergessen habe, okay? Also, bis gleich. Aha! Und schon habe ich was gefunden. Ich habe das Bild hier vergessen. Das reicht zwar immer noch nicht, aber ich werde weitersuchen, bis gleich. Ich glaube, ich habe im vorigen Level, also in dem ersten Teil des Strandhauses, noch was liegen lassen. Ich werde mal nachsehen, okay? Bis gleich. Aha! Noch ein Gemälde. Dieses hier. Er fragt, hier war die Wache, die ich nicht K.O. geschlagen habe können. 88. Und wisst ihr was? Das war's. Mehr gibt's nicht zu holen. Ich muss die Alte beklären. Leider. Ich hatte es vollkommen vergessen. Ich komme nicht auf 90%, wenn ich die Alte nicht bekläre. Was ich irgendwie schade finde. Das hätte man anders lösen können, aber naja. In diesem Goldbeutel sind 500 Goldstücke. Und das sind 12%. Jep. Tut mir leid, Alter. Tut mir wirklich leid, aber wenigstens hast du deinen Wein bekommen. So, jetzt muss ich nochmal diesen hier rennen. Also. Aber ich habe ganz vergessen, dass ich die Alte wirklich beklären muss. Ah, das macht uns so böse. Ich meine, ja, ich habe hier jetzt alle K.O. geschlagen und ein, zwei getötet. Einen getötet, aber trotzdem. Naja. Sei's drum. Und wir werden sehen. 100%. Yep. Sorry. Und hier geht's raus. Die Geschichte wird vom Betrachter geschrieben, doch die Propaganda... ich dachte, es würde sich ausgehen. Kann ich es nochmal haben? Nein. Ja, das hatten wir schon. Ich bin jetzt richtig down, weil ich die Alte beklauen musste. So. Wo kommen wir raus? In der Höhle. Jetzt nur noch hier runter. Hier runter. Ich sagte hier runter. Nicht runterfallen. Und ja, ich könnte wahrscheinlich auch runterfallen. Testen wir es. Ui, vor allem, wenn ich mich hier dann rausstelle. Und hier. So. Ja, ich will die Mission beenden.